Hello there. Es gibt mittlerweile über 11 Star Wars Filme, 9 Episoden und 2 Spin-Offs. Bei all den ganzen Filmen, ja, da kann es schon mal schwierig mit der Chronologie werden. Tja, in welcher Reihenfolge schaut man die denn jetzt alle? Natürlich macht es Sinn, zuerst Episode 1 zu schauen, oder? Dann den zweiten und dann den dritten. Naja, das beste Erlebnis hast du, wenn du Episode 4 zuerst schaust. Tatsächlich ist Episode 1 nicht dafür gedacht, dass du sie als erstes guckst. Die kam auch nicht als erstes raus. Stattdessen sollte deine Reihenfolge so aussehen. Eine neue Hoffnung, das Imperium schlägt zurück, Rückkehr der Jedi-Ritter, eine dunkle Bedrohung, Angriff der Klonkrieger, die Rache der Sith und zu guter Letzt Rogue One und dann Solo. Episode 7 und 8 würde ich an deiner Stelle weglassen. Warum, fragst du dich? Naja, das habe ich in meinem Ranking aller Star Wars Filme genauer erklärt. Das hier ist nur ein Short, deswegen geht mir dafür gerade die Zeit aus. Link in der Infokarte, wir sehen uns in dem Video. Bis dann, ciao.